Einmal unsere Operationen. Die daraus resultierende Situation könnte eine diplomatische Lösung erfordern. Wahrscheinlicher ist aber die komplette Vernichtung ihres Schiffs. Mein Angriffsplan besteht aus zwei Phasen. Phase 1, Kommandoposten sichern. Phase 2, Großkampfschiff der Republik zerstören. Wir haben die Kontrolle über Kommandoposten Dorn übernommen. Zur Mission, Ziel vorrücken. Granate auf dem Weg. Trotzdem versagt ihr. Wir haben nur noch eine Position. Zu jagen. Unsere Truppen bei Kommandoposten S wurden aufgerieben.
Gehörst mir. Psst, horcht. Nehmt euch in Acht! Dich von der Masse ab. Sehr beeindruckend. Scanne das Ziel. Das gibt Ärger. Neuer Feind im Einsatzgebiet.
Kommandoposten F. Oh, ein neuer Feind ist eingetroffen. Unsere Truppen haben Kommandoposten F verloren. Ziel erfasst. Kommandopunkte erobern. Erobert die Kommandoposten.
kontrollieren fast das gesamte Schlachtfeld. Angriff fortsetzen. Sith-Lord hat sich uns angeschlossen. Maul ist hier. Jetzt von Darth Maul unterstützt. Ist hier, um den Feind in Angst und Schrecken zu versetzen.
Wir haben Kommandoposten Aure gesichert. Meister Yoda hat sich den Truppen der Republik angeschlossen. Granate auf dem Weg. Transporter nähern sich. Transporter sind einstiegsbereit. Vorwärts. Meister Kenobi kämpft jetzt an der Seite der Klone. Scanne Feindeinheit rein in den Transporter. Transporter sind abflugbereit. Jetzt erledigen wir das feindliche Schiff. Ich bin so beeindruckt, wie es meine Programmierung erlaubt. Des Schiffes der Republik werdet ihr feststellen, dass ich einige strategische Ziele für euch markiert habe. Jagdgründe wart. Sichern das Einsatzziel. Ein Sith Lord hat sich uns angeschlossen. Maul ist hier. Wir übernehmen die Kontrolle über das Einsatz.
können. Schaden zu, weiter feuern. Wird in Kürze zerstört. Wir haben das Ziel deaktiviert. Vielleicht sollten wir das öfter machen. Kenobi hat sich den Truppen der Republik angeschlossen. Man möchte meinen, diese Klone würden mittlerweile besser auf ihre Sachen aufpassen.